Hallo und willkommen zurück zu DPA Season 3, Spieltag Nummer 8, wenn ich mich nicht recht entsinne. Und heute wieder nicht mit Jeremy, weil Jeremy leider nicht da ist. Aber ich habe mir den besten Ersatz geholt, den ich mir hätte holen können, glaube ich. Hi Benny. Guten Tag. Benny. Auf anderen Ufer unterwegs. Na, Björn Dragic, Debüt in unserer Division. Ich und Benny, Benny ist jetzt kurz unser Leihmitglied für Relaxed Nexus und wir dachten uns halt, komm, ich habe eigentlich kein Mate, ich will nicht 2v1 spielen und es ist erlaubt von der anderen Division deswegen jemanden zu fragen und deswegen habe ich mir Benny geschnappt und ja. Ja, deswegen bin ich hier. Ich kann natürlich Jeremys große Schuhe nicht unbedingt füllen, aber ich werde mein Bestes geben. Ich hoffe, du kannst es halbwegs erfüllen, weil besser als Jeremy ist. Ja. Nee, das stimmt. Also, was können wir denn über das Gegnerteam sagen? Wir spielen nämlich diese Woche gegen Hyukyuken. Ich glaube, ich habe den Namen endlich richtig ausgesprochen. Jedenfalls. Hyukyuken von Panonox. Ich lasse mich das kurz auf dem Handy nochmal aufmachen. Ich bin immer zu faul, das vorher aufzumachen. Gyarados, Mega Gyarados und Pixie genau. S. Dann halt... Amoogus, Panzer Aero, Neuwirn im A. Dann halt das Severi Boden, das Logok und das Aranestro. Dann Everlock, Blitzer, Lickitung und Lightbolt. Insgesamt, ich finde das Kader ist scary. Diese eine Synergie dort kenne ich irgendwo her mit Pixie Panzer Aeron. Deswegen, ich kenne mich damit so ein bisschen aus. Wir müssen halt aufpassen. Pixie ist jetzt vielleicht nicht mehr so krass geil. Zumindest Setup Pixie mit Pass ist halt nicht mehr so geil. Das heißt, wir müssen vor Cosmic Power eher weniger Angst haben. Aber insgesamt, das Team ist verdammt scary. Weil sie haben Statuseffekte, sie haben genug Setup, sie haben genug Power an sich und sie haben gute Defensive. Bedeutet, da muss man erstmal versuchen durchzukommen. Deswegen dachten ich und Benny uns, weil der hat ja auch mir beim Teambuilding diesmal sogar geholfen. Und ich muss das nicht alleine machen, ich danke dir natürlich. Ich habe dir auch nochmal den Pokerpace geschickt, damit wir nochmal darüber reden können. Ich hab's ja auch offen. Perfekt. Wir fangen nämlich einfach an mit unseren Sets. Nämlich direkt mit Aromatis. Bei Aromatis dachten wir uns eigentlich nur, es ist wieder die physische Wall. Weil es speziell eh gut wallt bei den speziellen Sachen, die sie haben. Wie, also, Amoongus wollen wir nicht tanken, weil gegen Amoongus können wir eh nichts machen. Weil wir selber nicht da dran vorbeikommen. Und was macht uns ein Uhafnir? Deswegen physisch-defensiv, Rocky Helmet drauf, damit wir jeden U-Turn, Flip-Turn oder irgendwas physisches bestrafen können bei den Gegnern. Ja. Dann halt Wish Protect, weil man hat noch Aromatis, um mal Wish Protect zu spielen, was wir noch nie getan haben. Dann möchtest du das Kyurem vorstellen? Ja, gerne. Also wir spielen Choice Back Kyurem. Choice Back Kyurem ist nicht 100% perfekt, weil es durch den Choice Backs nicht genug Speed hat, um alle Mons wirklich zu outspeeden. Aber auf der anderen Seite ist Choice Back Kyurem auf dem Papier mit Freeze Dry und Ice, also generell Freeze Dry ist ein Move. Der ist so spammable gegen deren Team. Ja. Die haben das so gut wie nichts, was da reinkommen möchte. Vor allem, wenn da die Power von einem Modest Specs dahinter steckt. Und da müssen sie also definitiv erstmal einen Switch-In finden. Und wir haben immer noch Ice Beam für extra Schaden, falls wir wissen, da kommt kein Resist. Oder Draco oder Focus Blast. Und vor allem auch ein Specs Draco, da, der kann auch ordentlich viel tun. Und also, dazu kann man auch mit Specs Draco kann man auch ab und zu mal zweimal Draco drücken, ohne dass man irgendwelche Schäden davon trägt. Ja, also einfach lässt sich feststellen, Kyurem und Specs wird ja gern zusammengespielt und diesen Spieltag sieht es absolut gut aus. Dann kommen wir zu unserem Scarf Rotom. Basically, es ist wieder Scarf, einfach um ein wenig schneller zu sein, um manche vielleicht ein bisschen zu pivoten, vielleicht ein Mon, was zum Beispiel sowas wie so ein Rot, wie so ein Amigento Ground ein bisschen zu one-hitten, falls es schneller als wir ist. Oder aber auch, um halt zum Beispiel Mons, die halt keinen Scarf haben möchten, trotzdem einen Scarf zu geben. Denn wir spielen Trick und deswegen auch Defog, weil wir dann immer tricken können und danach auf den Defog gehen können, weil wir dann wieder die Move switchen können. Nidoqueen als nächstes. Da ist die Chance auch ziemlich gut, dass wir einen guten Trick-Pokémon erwischen. Weil eigentlich nichts von denen möchte richtig einen Scarf haben. Außer sie spielen selber Scarf, weil entweder ist deren Mann schneller als wir
Oder ist defensiv und braucht mehrere Moves. Oder ist halt das Mega. Aber das Mega können wir halt eh nicht damit treffen. Und da wird kein Mensch sein Garados reinschmeißen in den Rotom. Mhm. Oh. Ja. egal welches Rotom. Da wird niemand einen Garados reinschmeißen. Selbst nicht, ich glaube nicht mal in den Reed. Sorry, aber nicht mal in den Reed schmeißt man einen Garados rein. Nein, ganz sicher nicht. Dann nächstes Pokémon, Nidoqueen. Nidoqueen hat unglaublich gutes Potenzial, mit der Sheerforce zusammen die Defensive zu breaken. Die Kombination aus Eisbeam, Flammenwurf und Schlammbombe trifft alles sehr hart. Sheerforce boostet auch alles, das heißt, da ist auch ordentlich Pfeffer dahinter. Und wir haben die Slapfrogs dabei, weil Slapfrogs eigentlich unabdinglich sind in Single-Meta-Game. Und Taunt hätte sich natürlich auch noch besser angeboten, um die Rolle als Breaker zu erfüllen. Wegen Immunes halt dann noch. Ja, aber wir haben keinen anderen Stealthrocker gesehen und Nidoqueen macht das auch sehr gut, deswegen. Mhm. Wir wollten Stealthrocks dabei haben, deswegen hat es jetzt Stealthrocks. Ich glaube, das ist jetzt mit das kreativste Item diese Woche. Nämlich ein Charcoal Infernape. Das hat eigentlich den Grund. Infernape hittet alles okay bis sehr gut an. Aber das Problem ist, wir brauchten irgendwas, das Pixie full für Steph two-hitten kann mit Flare Blitz. Irgendein Item. Und wir dachten uns, wir wollen kein Life-Orb-Chip haben. Und da es Flare Blitz sein soll, nehmen wir halt einfach den Charcoal. Mit Blaze zusammen macht es dann nochmal mehr Damage später. Wodurch wir halt im späteren Verlauf auch Tanks oder halt tankige Pokémon einfach weghauen können. Weil du hast 1,2 und dann noch den Blaze-Bonus auf Lowlife. Und dazu ist das Mon eines der schnelleren Mons diesen Spieltag. Das ist halt geil. Und Manaphy ist unser Bricky Water diese Woche. Ja, und wir verhindern halt dadurch diesen Kehrtwinden-Chip von Life Op. Mhm. Aber ja. Ja, das, und zuletzt. Ja, wie gesagt, Manaphy. Habe ich doch gesagt. Ja, genau, Manaphy. Ist unser Bulky Water diese Woche. Mehr hat man nicht viel zu sagen. Es ist halt irgendwie ein Suicune. Wenn man so will. Suicune mit Deathling Gleam. Genau, ein Suicune mit Deathling Gleam, Toxic und Protect, damit wir ein bisschen den Toxic ausdauern können. Gegen manche Mons. Und ja, basically, wenn da gegen Amoongus reinkommt, sind wir halt am Arsch, aber das ist nicht. Wenn Amoongus dagegen reinkommt, können wir halt immer auf irgendwas raus, eigentlich. Dann halt probably auf Nidoqueen, zum Beispiel. Ja. Aber ja, darum kümmern wir uns noch. Wenn sie überhaupt Amoongus dabei haben, nämlich. Wir sehen uns nämlich jetzt gleich direkt beim Kampf. Da sind wir. Und, oh Gott, fehlt irgendwas? Warte, was fehlt? Uhafni ist... S-Arty ist da, ne? Nee, doch, ja, S-Arty ist da. Panzer-Aeron fehlt. Ja, Panzer-Aeron. Das ist gut. Sevelli Ground fehlt. Sevelli fehlt. Logot fehlt. Aranestro ist da. Lob fehlt. Lob fehlt. Avalok fehlt. Dipart fehlt. Dafür ist Blitzer da. Also die beiden schnellsten Mons sind dabei. Pixie. Okay. Ich schreibe kurz einen Funk. Ja. Also. Ich bin natürlich jetzt nur hier der Gast. Aber... Lead-Matchups fange ich eigentlich immer gleich an. Ich gucke, was sind potenzielle Leads im Gegner nehmen und was sind unsere potenziellen Leads. Von Natur aus würde ich sagen, Leads sind Neuvern. Ja. Pixie wegen Stealth Rocks, Blitzer wegen Volt Switch, Araquanid wegen Sticky Web. So. Ich sehe es. Also in jedem potenzielle Leads. In jedem Fall. So, in jedem Fall wäre, also bis auf Araquanid wäre Nidoqueen gut. Ja. Aber... Araquanid sehe ich halt, to be honest. Ja, genau. Und so, was ist bei uns potenzielle Leads? Wir haben Nidoqueen, wir haben Panferno als potenzielle Lead, wir haben Rotom. Die drei sind potenzielle Leads von uns. Zwei davon haben eine Eisschwäche, zwei davon haben eine Wasserschwäche. Ich tippe drauf, dass Araquanid starten wird. Das denke ich auch. Und es wird die Sticky Webs versuchen rauszubekommen. Aber wir haben eigentlich nichts, was ein Aquaknit one-hittet, oder? Nee. Oh, nicht, dass ein... Freeze Strike kann ein nicht-HP-investetes Aquaknit one-hit von Kyurem. Wollen wir mit Kyurem leaden? Das wäre eine Überlegung wert. Aber es ist halt risky. Also das ist halt nur gegen Jolteon oder gegen Araquanid gut. Aber Araquanid ist eigentlich ein sehr guter Lead gegen uns. Ja, true.
Ich würde es eigentlich machen. Gut, dann. Let's go. Kommt Araquanid. Kommt Neuburn. Okay. Sie sehen, wir haben den Specs. Das heißt, wir gehen jetzt hier eigentlich immer auf Puffiness, oder nicht? Lass mal kurz überlegen. Wir müssen. Ja. Puffiness. Batman. Ist natürlich jetzt doof, dass sie Neuburn geleadet haben. Ja. Dann wäre Nidoqueen doch besser gewesen. Klar, aber wir konnten das jetzt nicht von vornherein wissen. Arcanid, ich verstehe, warum man. Also, Arcanid ist immer ein geiler Lead. Besonders wenn du halt anfangs immer die Sticky Webs rausbekommen willst, weil Sticky Webs sind so nervig. Ja, der wäre halt, der stirbt halt an Rotoms Attacke nicht, kriegt gegen Nidoqueen und Infernape bekommt er immer. U-Turn kommt, der kriegt mehr Damage als wir. Dafür war der Rocky Helmet gedacht. Genau. Um U-Turns zu bestrafen. Jetzt kommt probably einfach Amoongus rein. Weil wenn. Ja, was soll sonst reinkommen? Itza oder was? Araquanid. Auch true. Obwohl, wir haben den Thunderbolt, ne? Ja, aber Araquanid hat 100 irgendwas. Special Defense Base. Ja, okay, aber. Okay. Wir sind ein Aromatipp. Wir sind unser Top-Killer. Wir kriegen das schon hin. Aromatis macht auf Arcanid 30% mit Thunderbolt, geht sogar, aber Liquidation macht über die Hälfte. Wenn sie Attack investiert sind. Natürlich, Arcanid sieht gerade wirklich gut aus. Aber ich glaube, die werden hier trotzdem aber, auf den Safen gehen und auf Dings gehen. Okay, also, ja, dann bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Also, ich bin der Meinung, dass Araquanid nicht Sticky Web ist. Sie hätten das als Lead oder jetzt spätestens rausgeholt, wenn es Sticky Web gewesen wäre. Wollen wir hier, das hat kein Setup oder irgendeine dumme Scheiße, ne? Wollen wir einmal Toxic drücken zum Scouten? Toxic? Nicht Toxic, Protect. Ich hab gerade gedacht, so wegen Toxic, die könnten Toxic leben. Das war die Sache in meinem Kopf gerade. Warte, lass mich kurz gucken, ob der irgendwie, also ob Amoongus. Nein, der hat kein Setup. Nein, aber ich meine, ob der jetzt irgendwie. Hat der T-Spikes? Nee, ne? Der hat auch keine Hazards an sich. Bedeutet eigentlich, ist Protect hier der Safe Play. Ob wir sehen, ob sie den Spore mit haben und sowas. Protect. Sie haben Sludge Bomb dabei, okay. Wir können hier deswegen eigentlich einfach raus auf. Ja, auf was? Auf Nidoqueen, ne? Aber wenn Nidoqueen jetzt gesleept wird, wäre dumm. Aber wir haben keinen anderen Play. Ja. True. Eigentlich müssen wir auf Nido raus. Ist natürlich jetzt doof, aber. Pumping Tendrum. Die haben es predicted, aber wir nehmen gar nichts von dem Pumping Tendrum. Ja. Und jetzt sind wir in den Amoongus mit Nidoqueen drin, was halt. Rocks würde ich sagen. Wir haben 1, 2, 3 Rockschwächen aktuell gerade noch. Ich würde auch Rocks legen. Wenn sie uns jetzt hier spawnen. Wenn sie uns jetzt hier spawnen, okay, ist halt nervig, aber wir haben die Rocks erstmal draußen. Und was wir nicht vergessen sollten, wir sollten trotzdem kalken. Stomping Temple macht 29%, obwohl es gedoppelt wurde vom Schaden her. Das heißt. Auf unser Nidoqueen. Nee, es wurde nicht gedoppelt vom Schaden. Okay. Warum wurde das nicht gedoppelt vom Schaden? Was meinst du damit doppelt? Stomping Tantrum hat eigentlich den Effekt, dass der Schaden verdoppelt wird, wenn die vorherige Attacke gefailed ist. Ist sie ja nicht. Aber ist sie nicht, wegen Protect, Aber wenn sie nicht geklappt hätte, dann. Okay. Ja, okay, das ist ein normales defensives Dings. Ja. Genau, einfach ohne Attack Investment. Ich würde es rocken. Jo. Wir könnten jetzt hier auf Garados raus, aber da können wir halt eigentlich immer in Parfiness oder Manaphy gehen. Naja. Der Manaphy sollte eigentlich in der Lage sein, Garados Sub zu breaken. Irgendwie habe ich die Vermutung, dass Neuven auch ein Choice-Item ist, tatsächlich. Weil ich hätte mir vorstellen können, dass sie sonst einfach stumpf bleiben. Henrin kommt nochmal. Und wir können hier. Warte kurz, bevor du zu schnell drückst. Ich möchte eine Sache nachhalten. Neuvon hat vorhin mit U-Turn auf 4% auf Euromatis gemacht. 4% ist eine normale Roll, wenn sie kein Damage-Boostendes Item sind und kein Attack-Investment haben.
Okay. Also, ja. Also sind die schon mal kein Buch. Die sind speziell wahrscheinlich. Ja, also ein normales Set wahrscheinlich. Entweder Boots oder Scarf. Oder Scarf nicht, aber sondern Specs eher, würde ich sagen, dann hier. Weil sie sind schneller als unser Team. Ja, also jetzt, was ist der Drawback von einem Ice Beam, ist jetzt die Frage. Ice Beam macht hier, wenn sie physisch defensiv sind, fast über 50% eigentlich. Ja, Flamethrower halt auch. Was könnte jetzt sonst reinkommen hier? Eigentlich nur... Ja, eigentlich nichts. Ja. Die wollen uns jetzt wahrscheinlich anchippen mit Amoongus. Aber ich würde sagen, ist Ice Beam nicht immer der Play? Rules can't reason. Na, weil die Stomping Tendrum ist jetzt obvious, aber ich sehe jetzt nichts, was mit Stomping Tendrum reinswitcht und danach großartig bedroht. Das Einzige, was oder wir könnten halt jetzt auf Rotom und dann tricken, ne? Ja, das ist halt... Wollen wir? Was sagen. Aber wenn wir halt das Jolteon kriegen, wäre halt doof, aber ja... Nee, warum? Jolteon ist eh das schneller. Ja, dann lass machen. So. Stomping Tendrum kommt. Und wir drücken Trick. Richtig? Ja. Ja, gut. Also Slush Bomb wird jetzt halt wehtun, aber ja. Dürfen sie hier noch den Move switchen, wenn wir Trick gedrückt haben? Ja, ne? Ja. Ja, Slush Bomb wird hier wehtun, aber ich glaube nicht, dass es one-hitten wird. Hoffe ich. Nee, one-hitted nicht. Mach paar und 60%. Wenn sie drin bleiben. Und das Ding ist dann halt gescarft. Dann ist es zwar schneller als manche unserer Mons. Wie zum Beispiel ist es dann schneller als Aromatis. Oder als Aromatis. Ja, aber dann kannst du schon mal keinen Spore oder so einen Scheiß drücken. Das ist eigentlich ja, also okay. Nicht Spore, ja genau. So. Ich würde es sowieso tricken, ja. So, perfekt. Wir sind Assault West, dadurch tanken wir jetzt besser. Oh, die sind Assault West gewesen. Aber wir können kein Defog nutzen, nein! Okay, also, die sind jetzt gelockt. Das heißt, ich würde jetzt Volt Switch drücken und dann, danach würde ich in Nidoqueen wieder gehen. Okay, Volt Switch. Let's go. Also, es ist jetzt ziemlich obvious. Kann auch sein, dass wir jetzt... Oder wir machen einen Hardwechsel in Nidoqueen, weil das covert den Jolteon Switch mit Volt Absorb. True. Ich würde auch lieber Hardwechsel machen. Okay. Weil der Chip vom Volt Switch wird wahrscheinlich nicht sehr viel machen gegen Amoongus. Die hätten jetzt auch Black Sludge sein können, ne? Ja. Aber trotz der Assault West haben die uns ziemlich viel Schaden gemacht. Das heißt, sie sind voll. Dann kommt. Nee, nicht voll Special Attack. Ja, guck. Haben wir also gut predicted. Ja. So. Jetzt würde ich eigentlich Sludge Bomb immer drücken. Ups. Das hier? Ja, was soll denn. Bitte. Ja, aber was soll das? Das ist der stärkste Angriff, den wir haben. Okay, gut. Dann Sludge Bomb. Wir müssen halt eigentlich rausgehen. Weil. Ja, weil die den Bodenattacke erwarten müssen, ja. Ja. Und das ist halt die Sache. Slush Bomb hittet eigentlich ganz alles ganz gut. Und Jolteon, ich denke, Hyper Voice kann mit Specs uns nicht rausnehmen. Also selbst wenn sie Specs sind. Arrange nicht. Ja, warte. Ja, nee, doch nicht. Ich hab grad hier Specs und kann das nicht. Also selbst wenn sie Modest Story Specs sind, machen sie maximal 50%. Mit Hyper Voice. Wir können ja herausfinden, das Item herausfinden, auf Aromatis for free eigentlich gehen und immer Wish protecten. Weil wir wissen jetzt auch durch Amoongus können wir immer Protect drücken und danach den Move scouten und dann auf was anderes gehen. Ja. Ja, und das Gute ist jetzt, wir haben die Rock Crusher und die haben drei Mons, die keine Rocks abbekommen wollen. Garados ungemegert bekommt 25%. Und nur eins von Neuvern oder Aranesto kann die Boots haben, der andere kriegt auch 25%. Okay, Amoongus kommt. Aber ohne die Assault West. Okay, wir machen nur 29%, obwohl wir. Dann sind sie Full Speed Death. Ja, Full Speed Death. Okay, das heißt, wir gehen hier eigentlich, weil die drücken jetzt hier Stomping Tendrum. Ja? Aber ein Stomping Tendrum leben wir eigentlich. Ja, wir könnten jetzt halt uns hier anchippen lassen. Problem ist, dann kommt halt Jolteon rein wieder for free. Wegen Hyper Voice. Nein, Ice Beam drückst du jetzt? Ja, aber dann chippt das uns an. Wir werden angechippt.
Ja, und dann, dann sind wir aber in der Hypervoice-Range, oder nicht? Also nein, die können ja nicht einfach free rein switchen. Ich meine damit, wenn wir jetzt Ice Beam drücken. Ja, ich meine jetzt, wenn sie das Ding jetzt zacken hier. Ach so. Dann sind wir ja doch in der Hypervoice-Range, oder nicht? Das stimmt, aber wir haben ja noch Purim, wir sind auch Elektro-Attack. Ja, okay, true. Ich weiß halt nicht. Wie, ja, wir können wir es machen. Ich glaube, ich sehe da kein Problem drin da. Ja, weil wenn der Moon ist weg, ist es halt Aromatis halt ganz geil, deswegen. Wenn jetzt hier einfach Ice Beam drücken, finde ich. Ja. Vielleicht overpredicten die auch und drücken Sludge Bomb. Ja. Sehr gut. Kenner hat auch nur zwei unserer Moves, die wissen noch nicht, dass wir Dings haben. Ice Beam. Ice Beam macht auch mehr Sinn als Flamethrower, weil wie heißt Gyarados wenigstens neutral davon noch getroffen wird. Das Ding dürfte nicht schneller als wir sein, trotz Scarf. Nee, die sind Full Speed Death, die haben keinen Speed Abis. Boah, das war ein Crit. Gott. Okay, so Crit. Und jetzt sind wir in einer guten Position, wir können nämlich Sludge Bomb drücken. Jo. Der Crit hat uns hier ein bisschen Glück gebracht. Auch wenn ich glaube, ja, der das wäre glaube ich, ja, wir können ja auf Sludge Bomb gehen. Wir haben keinen Steel-Type-Bob dabei, bedeutet, der ist eigentlich free. Ja, also ohne den Crit hätte es sein können, dass es nicht ein Range für Sludge Bomb ist, aber das glaube ich nicht. Ich glaube auch ohne den Crit wäre es ein, weiß nicht. Wäre knapper geworden. Könnten jetzt hier halt rausswitchen für Regenerator. Aber Sludge Bomb macht 30%, also das heißt... Weil sie, wir wissen, die sind hier Regenerator, wenn sich hier Effects pausen, dann bin ich verwirrt, AF. Ja, aber die sind höchstwahrscheinlich schon Regenerator, aber die Frage ist, sie haben nichts, was in den Sludge Bomb reinwechseln möchte. Ja. Die können den Arcanine-Ding machen, der kriegt aber wahrscheinlich dann Rocks plus Sludge Bomb. Mhm. Warte mal kurz, ich guck mal kurz. Arcanine. Der kriegt hat viel von der Sludge Bomb sogar. Also er ist dann unter 50% schon. Wir sind schneller. Ja. Und es hat einen Stau zu Toxiken. Also ich glaube sogar, die können sich gar nicht erlauben, den Regenerator auszuspielen. Mhm. Ja, guck mal. So, jetzt ist halt, jetzt kommt Jolteon rein. Jetzt kommt, warte mal. Wir sind nicht in Range zu Jolteon. Es kommt nicht rein. Ja, das war doch der gute Play, den wir gemacht haben. Wir haben es wir hatten Glück gehabt, ein bisschen mit dem Damage, glaube ich, und dazu Black Sludge. Nee, der Damage meldet nichts. Also auch ohne ich meine jetzt den Damage, den wir kassiert haben. Ach so, ja, weil sie haben halt overpredicted. Ich weiß nicht, warum sie Giga Drain gedrückt haben. Da kommt Dings rein. Wussten sie aber schon. Und. So, also, warte mal kurz. Es gibt uns auch schon wieder Informationen. Weil. Die sind keine Heavy Duty Boots. Nee, also, doch, die sind Heavy Duty. Die sind Heavy Duty Boots. Die sind Draco Heavy. Ist eine Roll, dass es uns tötet. Übrigens, die sind Heavy Duty Boots. Ja. Die haben keinen Schaden. Ich würde eigentlich immer in paar Finesse gehen, aber Draco ist eine Roll, ob es uns tötet. Das heißt, wenn wir einmal Black Sludge kriegen, sind wir aus der Range draußen. Das heißt, wir müssen aber irgendwann Black Sludge kriegen. Wir haben keinen Protect. Also ich würde jetzt halt, warum sind die hier neu werden gegangen, wenn sie nicht Draco drücken? Weil Flamethrower tötet uns nicht, Jutin tötet auch nicht und Hurricane müssen dann sterben, die an ISB. Ja. Ich würde hier auf Aromatis gehen. Ja. Die gehen jetzt hier entweder auf Draco oder Jutin. Oder die drücken Defog, aber dann. Die sind ballsy as fuck, die hätten ja Neuwern geopfert. Okay. Ja, aber alles gut, weil jetzt können wir hier halt einen Free Moonblast drücken. Ja, entweder Free Moonblasten oder Wish. Aber wir könnten halt mit Wish Rotom hochkriegen oder Nidoqueen, ne? Ja. Weil Nidoqueen ist halt ein Switch-In auf alles. Auf was gehen die halt jetzt gegen unsere Aromatis, ne? Probably ja, auf Pixie. Und dann möchten wir halt eigentlich auf Nidoqueen wieder, ne? Ja, dann drücke Wish. Ich würde Wish drücken. Aber warte. Es hat Iron Tail, ne? Aber nee, eigentlich dürften sie jetzt gehen. Die sind full fisted. Ja, ich weiß. Anders die und Dance. Außerdem, die haben kein Attack Investment. Ja, das könnte halt D-Dance defensiv sein. Davor habe ich halt Angst. Nein. Iron Tail macht uns
15%, ne, warte, das ist Nidoqueen, warte, das macht uns 20%, wenn sie keine Attack Investment haben. Die könnten auch plus 5 gehen und würden uns nicht töten. Ja, okay. Und sie können missen. Das hat eine 75% Genauigkeit, das ist 70, dann ist das schlimmer als Focus Blast, also ich weiß nicht, ob man das drücken möchte. Ja. So, ich sehe jetzt zwei Plays, die gehen jetzt in Pixie oder die gehen jetzt in Araquanid. Ich würde hier eher in Araquanid gehen. Ich würde es auch machen, aber wenn sie in Pixie gehen, ist es für uns umso besser. Ja, weil wir dann halt free auf Nido gehen können. Gegen Araquanid würde ich sogar drin bleiben, weil dann bekommen wir... Das Problem ist, die haben halt kein Defog. Die Sticky Webs wären halt horrible. Wirklich horrible für uns. Das ist wahr. Wir können halt auch nicht mehr tricken, so. Aber die sind kein Sticky Web. Also ich glaube nicht dran, einfach aus dem Grund. Warum warten sie sonst so lange, die Sticky Webs zu legen? Die hätten in den ersten Turns schon Sticky Web for free rauslegen können, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass das wegkommt. Jo. Und meistens ist es, also ich kann es zumindest von mir aus behaupten, wenn ich Sticky Web spiele, dann spiele ich meistens ungern einen Defog an meinem Team. Arquanid. Okay, die gehen auf Arquanid. Ja. Jetzt ist die Frage, chippen wir das mit Thunderbolt an? Oder gehen wir in sowas raus wie Rotom? Oder gehen wir in sowas raus wie Kyurem? Dann bin ich hier einfach... Weil Kyurem... Weil ich finde eigentlich... Ja? Ab hier sieht doch Kyurem so gut aus. Ja, deswegen, wenn wir den jetzt reinbekommen, ja. Wenn, egal was sie drücken, dann können wir immer Freeze-Dry drücken. Ich würde jetzt hier auf Kyurem gehen. Ja. So klar. Wir müssen halt nur hoffen, dass sie jetzt kein Double in Neuwirn oder sowas machen, aber... Ah, ich glaube. Das wäre irgendwie komisch. Ich glaube nicht. Drücken sie Raps. Nee, drücken Liquidation. Nein, Liquidation, das macht 21%. Okay, der Death Drop ist jetzt egal, weil wir sind und wir sind wieder full life. Da ist. Ja, das hat aber, warte, Kyurem hat. Das macht zu wenig Schaden, die sind überhaupt nicht Attack Investment. Okay, das heißt, wir können hier Freeze-Dry drücken und das kann sogar zu einer Chance maybe killen. Weil, also es kann killen, wenn sie. Es hat eine gute Chance zu killen, wenn sie nur Full HP sind. Ja, die könnten halt also auch Full Fist Death. Die könnten Full Fist Death sein, aber. Come on. Also wir könnten jetzt auch Ice Beam drücken, weil. Aber das wäre halt ein Predict. Hm. Aber Ice Beam würde halt definitiv ein Tool King of Clefables sein, Freeze Dry nicht. Weil wenn die Full Speed Death sind. Dann ist Ice Beam eine gute Chance zu Druid KO halt und Freeze Dry nicht. Aber ich würde trotzdem auf Freeze Dry gehen, weil es könnte hier auch Dings reinkommen. Garados oder Neuvern oder mit insgesamt. Aber glaubst du das, dass sie in Garados reinwechseln in den Ice Beam? Also Specs Ice Beam macht auf ein nicht gemegertes Garados 74-87%. Aber ich würde hier trotzdem auf den Freeze Dry gehen, weil es halt die Chance hat, okay. Mag das. Ja, dann mach das. Aber ich glaube... Wir gehen auf Clef, okay. Oh, die sind Spidef. Okay. Sie müssen... Was, auf was gehen wir hier raus? Das sind Leftovers. Sind sie Setup-Leftovers? Also, sie sind Spidef, ne? Ja, ja. Die sind Full Spidef, sonst hätten sie niemals... Okay, das ist gut. Ich mag das. Wir könnten Nidoqueen raus und nochmal die Rocks rauskriegen. Du weißt, was das auch bedeutet, ne? Auf der Range, jetzt, wo das Pixie jetzt ist, killt einen Flare Blitz. Das ist gut, aber wollen wir nicht eher mal die Rocks noch rausholen? Ja, klar, klar. Ich meine jetzt, das war jetzt nur ein Gedanken gerade. Ja. Ich würde jetzt auf Nidoqueen gehen. Wir könnten jetzt hier auf Psychic gehen und das predicten, aber ich sehe das jetzt nicht. Ich sehe jetzt einfach, dass sie selber rocken. Ja. Genau. Okay, gut. Ja, wenn es dann durch die Rocks garantieren wir, dass sie gepressured sind zu Deform und dann kommen unsere Rocks auch weg. Jo. Rocks. Weil Araquanid und Garados können nicht Heavy Duty Boots sein, weil Neuwirn es schon ist. Der Name vom Pixie ist geil. Der Name von Pixie ist geil. Ja. Ich hab einfach gesehen, Nafion. Ich finde gut, dass man Nafion und Infinite bei uns immer noch rumchillen. Ja. Gar keine irgendwas zu machen. Die kommen halt Late Game und sagen sich nur so: Guten Tag. Parfin Ness. Oh, Doggo.
Insgesamt die Namen, so, also, die Namen sind von denen geil. Ja. Also ich glaube, ja. Selbst wenn. Ich guck nochmal kurz. Also Slushbomb würde die wahrscheinlich gar nicht mal töten, ne? Auf der Range. Mhm. Aber, weil sie halt Spätzef sind. Ja. Aber Rocks also sind halt. Könnte man auch mit Slushbomb angreifen, aber ich finde Rocks ist halt übel gut, wenn die zu viele Rockschwächen haben. Mhm. Und ich habe ganz oft gelernt, dass Rocks einen langen Weg gehen. Also die machen halt super viel Chip Damage. True. Und wann haben wir eine Chance, sonst die Rocks rauszuziehen? So, und weißt du was? Ich bin fucking nervös und wenn ich nervös bin, muss ich zu oft pinkeln. Unterhalt die mal. Darfst du, Benny? Ja, easy. Alles kein Problem. Also, übrigens, ich habe jetzt Relaxed Luxus übernommen. Und, ja, also. Wie wir ja sehen können, ist, Parfi Ness im Gegnerteam ein bisschen dick geworden und hat Übergewicht bekommen. Und so geht es uns eigentlich ja allen in Corona, oder nicht? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch fetter geworden seid in der Corona-Zeit. Also ich auf jeden Fall schon. Und auf jeden Fall fühle ich deswegen dieses Clefable. Was ich aber nicht fühle, ist, dass ich jetzt Angst haben muss vor einem Psychic. Aber da muss man natürlich aufpassen. Ich glaube, Psychic hat niemals eine Chance, es rauszunehmen. Ich kann das nachhaken, wenn übrigens wieder da. Nee, 33 bis 40, wenn sie Full Speed Death sind, was sie sind. Also, was ich mir auch vorstellen könnte, dass sie jetzt hier den Black Sludge weg haben wollen, um halt uns wieder auf eine Range für Jolteon Hyper Voice zu bringen. Ne? Ja. Also Ice Beam wäre wahrscheinlich halt auch kein Turret KO gewesen auf Clefable. Ja. Einfach aus dem Grund, weil sie Leftovers tragen. Ohne Leftovers hätte es eine Roll gewesen, wäre es eine gute Roll gewesen, aber mit Leftovers nicht. So. Überlegen gerade lange. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was wäre jetzt kacke? Wäre kacke, wenn jetzt hier Gyarados reinkommen würde und ich meine. Ich weiß halt nicht. So ein plus 1 Gyarados. Aber nee, gegen Gyarados müssten wir eigentlich einfach drin bleiben, leider, ne? Ja, glaube ich. Ja. Tanken wir aber tanken wir aber was von Gyarados? Also auf Nidoqueen nicht, das, wir haben kein Investment. Ja, der tötet uns mit einem Ego leider. Ja, Gyarados mega. Warte. Gyarados, wenn der halt reinkommen würde, wäre halt nicht geil. Persönlich würde ich sagen. Ja, aber man muss dazu sagen, also wir haben ja Manaphy, der tankt auch auf plus 1. Ja, true. Macht unter Hälfte Leben auf Manaphy. True. Aber mit Rocks ist es natürlich schon mal. Sie müssen halt aufpassen, ob sie megan gegen uns mit Gyarados. Oder ob sie nicht megan. Sie müssen dann halt auch überlegen, ob sie megan oder nicht megan, wenn sie gegen Nidoqueen drin sind. Ne? Weil wenn gegen sie dann. Thunderbolt. Wir haben den letzten Move noch nicht gezeigt. Genau, dass wir Flamethrower sind. Sie wissen nicht, dass wir Flamethrower sind, weil Flamethrower werden wir auch basically nicht drücken in diesem Match mehr. Ja. Denke ich mal. Ja, wahrscheinlich müssen wir trotzdem Nidoqueen sacken, weil ich... Ja. Wenn Gyarados auf plus 1 geht, dann ist es nach Rocks immer noch eine Chance, dass es uns Turret KO'd, das Manaphy mit Crunch. Und da habe ich halt ehrlich gesagt nicht so Bock drauf. Aromatis würde wahrscheinlich noch eine Attacke tanken können, aber auch nur eine. Und dann würde der Riesenlücken in unserem Kader machen. Die müssen jetzt halt überlegen, was sie machen wollen. Die sind immer noch am Überlegen. Wir lassen ihnen ihre Zeit. Jeder hat verdient, sich seine Zeit zu nehmen. Wir hetzen nicht. Wir sind nette Spieler. Grüße an dich, Rudi. Ich habe gerade gesagt, Clefable sieht ein bisschen so aus wie jeder in der Corona-Zeit. Oh, geil. Ja, vielleicht ein bisschen. Vielleicht dicker.
Okay, aber Kami kommt rein. Aber... So, wir haben jetzt hier wieder mehrere Optionen. Die haben kein damage-boostendes Item. Das heißt, wir könnten in Aromatis gehen oder wir gehen in Manaphy. Mit Manaphy müssten wir dann Deathwing Gleam drücken oder Toxen. Das findest du besser. Toxen wäre dann der Play. Ja, Toxen wäre der Play, der... Ja, finde ich auch. Weil, aber das ist halt die Frage. Guck mal, wenn wir halt... Die haben kein Toxic Switching. Ne? Doch, die Fable. Nicht, wenn es Unaware ist. Aber wissen wir nicht. Ja, eben. Wir finden es damit heraus, basically. Ja, also... Oder eben Aromatis. Der gewinnt mit Thunderbolt auf das 1v1 gegen Araquanid. Ja. Araquanid macht ihm ohne Attack Investment, weil er keins hat, 30% mit Liquidation. Und wir können uns immer hochwischen. Er hat aber Poison Jab. Er kann Poison Jab haben. Spielt man auf Raquanid? Na gut, nicht, wenn man Sticky Webs... schon wenn man Sticky Webs nicht dabei hat, ne? Nee, Poison Jab macht weniger Schaden auf Aromatis als Liquidation. Du vergisst, dass Aromatis diese Fähigkeit hat, wo Wasserattacken verstärkt werden. Ah, okay. Water Bubble. Ja, dann lass auf Aromatis. Oder? Sagst okay. du. Ja. Weil wir sind halt ein Full Fist-Death Manaphy. Das tankt halt so wenig. Und ich finde, der Toxic ist eigentlich ganz geil. Weil wir erlauben halt Monster nicht lange drin zu bleiben. Wie tendiere ich eher zu Manaphy? Na, dann los. Okay, die haben noch nichts getan. Ich persönlich tendiere eher zu Manaphy, weil, ja klar, Aromatis gewinnt das 1v1. Aromatis finde ich halt an sich gut, weil der auch Rocky Helmet Chip noch auf Aragornik macht, weil der nur physische Attacken kann. Wir haben gedrückt. Neuwand. Finde ich gut. Okay, auf der anderen Seite ist es jetzt so, wir könnten jetzt einfach Dazzling Gleam drücken. Können wir auch. Aber das macht wahrscheinlich nicht so viel Schaden. Okay, 50% auf Neuwand. Gut. Das ist... Wollen wir das machen? Es reicht mir eigentlich, weil sie müssen Angst haben, dass sie hier jetzt Take Low drücken. Könnt ihr mir vorstellen, ja, dass... Ja, die könnten jetzt taunten, defoggen, was auch immer, aber defog wird auch uns helfen. Also, wir drücken Dazzling Gleam. Ja. Dann kommt. Gut, dann kommt. Nicht Pixie, bitte. Dann ist es Unaware Pixie. Das wäre doch gut, dann können wir toxen. Ja. Hey, komm, zeig uns, ob ihr Achso, mein Pixie. Gott, stimmt, du hast recht. Gibt uns Pixie. Ja. Also, oder Jolteon kommt jetzt. Jolteon wäre ein offensiver Switch. Trauen sich sie das? Ja. Wir haben jetzt die Rocks liegen lassen, auch. Ja, was gut für uns ist. Weil durch die Rocks können wir Bestätigung kriegen, was für ein Pixie das ist. Jo. Stimmt. Diese Rocks helfen uns gerade sehr viel, weil Garados will nicht rein. Death ist, ja, einfach, die Rocks helfen uns gerade sehr viel mit Scouten. Aber Aranit ist, ist gerade reingekommen, bevor die Rocks gelegt wurden von uns. Ich habe mich gerade nochmal gewundert, warum er auf Full Life ist. Mhm. Wir hätten jetzt auch in den Turn Toxic drücken können. Aber ich bin ehrlich. Hätten wir, falls wir Predict hätten, dass sie Defog oder so drücken. Oder halt U-Turn. Aber ich denke, ich weiß halt nicht, haben sie Draco dabei? Frag mich immer noch, was die sind. Also, wir wissen also, was für ein Set sie sind. So. Na, also ich meine, mit die erwarten jetzt höchstwahrscheinlich einen Ice Beam. Die erwarten entweder einen Ice Beam oder eine Tail Glow. Ne? Ja. So, beziehungsweise, eigentlich sehen sie jetzt durch den U-Turn ein bisschen Full Fist Steph. Ja. So. Ja, also ich tippe darauf, dass sie jetzt auf Jolteon gehen. Ich denke auch, weil sie gesehen haben, wir sind voll für Steph. Zumindest wenn sie das gut durchgekalkt haben, würden sie jetzt hier auf Jolteon gehen, glaube ich. Ja. Und Jolteon auf einer 88% Range mit Rocks nochmal lebt ein Deathwing Gleam recht gut. Und wir müssten dann raus auf probably Puffiness oder Rotom. Ja, also ich würde sagen, Nidoqueen will ich nicht, weil der Tool KO wird von Hyper Voice. Rotomo würde ich am ehesten sacken, weil der mit der Assault Vest eh seinen Job verloren hat. Ja. True. Der kann halt auch Volt switchen und sowas. Beziehungsweise. Nice.
Beziehungsweise, wir können halt entweder Vote switchen. Pixie. Es ist unaware. Ja. Dann Toxic. Toxen sofort. Wir toxen sofort. Ja. Das ist gut zu wissen, aber was sie nicht wissen ist, wir haben absolut kein Setup dabei. Weil gegen solche Teams mit Pixie Panzerion kannst du kein Setup mitnehmen. Wirklich, du kannst dich nicht trauen, gegen Sturdy und gegen Unaware Setup mitzunehmen. Weil du wirst dafür einfach gepunished, weil irgendein Mon lebt, also die beiden Mons leben halt einen Hit und schlagen halt nicht mal Kacke zurück. Softboy, ja. So, finde ich gut. So, die Frage ist, werden sie jetzt wischen oder nicht? Was wollen sie denn dann hochwischen, ist die Frage. Nichts ist von denen hard low, ne? Ja, also, das meinte ich ja. Also, ich meine damit, wir könnten jetzt Gold drücken und darauf spekulieren, dass die jetzt wischen. Ja. Und danach können wir dann wieder Toxic drücken. Wenn die drin bleiben, verlieren wir nichts. Wir haben Toxic Timer auf denen. Und wenn sie rausgehen, haben wir das nächste Mal getoxt. Okay. Du meinst das? Ja, okay, dann würde ich jetzt hier Gold gehen. Ja, außer wir switchen jetzt hart, aber das weiß ich nicht. Würdest du auf den Double Toxic gehen, maybe? Weiß nicht. Ich glaube, jetzt, da sie gesehen haben, wir sind so ein defensives Set, könnten sie auf Gyarados rausgehen. Ja, aber wir sind ja für Gyarados gedacht. Ja, true. Deswegen, ich würde hier, wir könnten. Ich würde scoren. Ja, ich auch. Weil, ey, das ist ein guter Chip. Es ist immer noch Stab, kann burn. Jumpt. Jolteon wird dann gut angechippt. Und ich glaube sowieso, dass die jetzt erstmal hier drin bleiben und Wish drücken oder uns angreifen mit Moonblast. Aber ein Spedef Pixie sollte uns nicht so heftig Schaden machen. Wir haben die Leftovers. Protect haben wir auch. Also Zeit ist auf unserer Seite. Mhm. Und ein Unaware getoxicedes Pixie, ich spreche aus Erfahrung, absolut nervig. Ja. Jolteon kommt. Jolteon kommt. Burn. Okay. Kein Burn, aber 38% gibt uns wieder Informationen. Jolteon. 38% ist ein normaler Roll, wenn sie halt ein offensives Jolteon sind. Okay. Kein HP im Westen. Dann würde ich jetzt hier eigentlich hart auf Rotom-Mo gehen. Ja. Oder halt. Ich habe eine bessere Idee. Auf Nidoqueen? Jolteons sind immer gechoiced. Geh auf Protect. Oh lol, true. Wir gucken, was sie also drücken wollen. Jolteons können auch, die können nämlich so gut, Jolteon kann eigentlich so gut wie keine Status-Moves, also eigentlich greift es immer an. Okay. Und dadurch, dass sie dann gechoiced sind, können wir dann entscheiden, was wir machen. Wenn sie eine Elektro-Attacke drücken, jetzt können wir auch in Nidoqueen gehen. Hyper-Volt. Ja. Wir können jetzt hier in Dings gehen. Oder was, wir können... Aber halt, also ich guck mal... Hyper-Volt, wir können hier drin bleiben. Wir können hier drin bleiben. Wir können hier drin bleiben und einfach Gold drücken. Aber das Gold tötet halt nicht zu 100%. Ja. Blue. Wir können ja auch Toxic Protect aber drücken. Ja, nee, mach's Gold. Jo, würde ich sagen. Ja. So, weil das Ding ist halt jetzt, sind sie nicht Choice Specs. Sondern sagen wir mal, was könnten sie sein? Haben wir schon gesehen, wie sie angreifen? Nee, ne? Guck. Life of Kate nicht. Ja. Wir könnten jetzt noch einmal protecten, die können nicht mehr rauswechseln, weil da Rocks liegen, damit wir noch mal ein bisschen Recovery kriegen. Jo, würde ich sagen, protect. Ja. Also wenn sie rauswechseln, dann spekulieren sie darauf, mit Neuwern die Rocks noch mal rauszukriegen. Ich oder weiß nicht, oder wollen wir jetzt hier auf Deathwing Gleam gehen, deswegen. Aber dann ist unser Mana Field gut angechippt, aber auf der anderen Seite, was will uns dafür bestrafen? Ja. Gyarados kann es nicht One-Hit KO. Hm. Ich weiß nicht, wie viel macht ein Draco von Neuvon? 43 bis 50. Nach dem Protect sollten wir aus der Range raus sein, dann macht Dazzling Gleam. Okay. Einfach für den Neuvon-Switch. Ja, also ich glaube nicht dran, aber die überlegen mir zu lange. Also ich hätte Jolteon jetzt sofort abgeworfen. Ja, okay, das ist okay. So, und jetzt würde ich immer Dazzling Gleam drücken, weil wenn die vor Sub gehen, also warte, nee. Scheiße, wenn die jetzt subben in der Form, können wir es nicht breaken. Genau. Wollen wir dann in hart in Aromatis gehen, solange es noch lebt? Jo.
Okay. Ja, war klar. Wir drücken hier auf Moonblast. Wir gehen hier auf Moonblast, ne? Nee, auf Oder Thunderbolt. Thunderbolt. Thunderbolt würde ich sagen. Warte kurz. Ah ja, das ist Wir jetzt der sind kurz Gamble. weg. Das ist jetzt. Macht Thunderbolt in Nein, beiden. kein Gamble, alles Ist, gut. macht Thunderbolt in beiden. Immer gegen. Ja, ich wollte gerade sagen, ich gucke nochmal nach, aber ich glaube, in beiden Situationen macht Thunderbolt mehr als 25%. Macht Wenn sie es. nicht Full HP Macht es, sind, macht es. was wir jetzt kurz noch kalken können, weil wir 18% mit Destiny Demon gemacht haben. 18% bedeutet, die sind sehr HP invested. Der. Aber halt, ich bin gerade. Nein, warte, doch nicht. Nein, die sind überhaupt nicht HP invested. Also Okay, Thunderbolt. dann bitte. Thunderbolt tut immer Break, egal was für ein Charakter. Normales. Sie mega nicht. Ja. Jetzt. So, und jetzt können wir Thunderbolt und die töten uns auf plus 1 nicht. Thunderbolt hat eine Range. Okay. Ja. Und selbst wenn sie uns aus irgendeinem Grund töten, könnten wir die sogar mit Machtband wahrscheinlich schon revengen, ja. Tun sie nicht. Die flinchen uns auch nicht, hoffe Rocky ich. Helmet Ja, kommt. gut. Tschüss. Tschüss. Kados weg. Ein Fred weg. Nice. Das ist richtig gut. So, ich kann mir vorstellen, dass jetzt hier Jolteon reinkommt wieder. Aber du weißt, was passiert, wenn Jolteon reinkommt. Okay, Araquanid kommt. Araquanid kommt Das rein. tötet uns hier leider, glaube ich. Warte, es hat uns vorhin 20% gemacht hat mit Liquidation. Oder nicht? Jetzt mit Liquidation. Nee. Nee, es hat mehr gemacht. Ich scroll kurz Also hoch. es würde Araquanid, uns töten. Stealth Rocks, Twitch. Frog. Liquidation auf Kyurem 20%. Warte, wir können das nochmal Also wir kurz können auch gucken. einfach in Manaphy gehen, aber. Auf Kyurem 20%. Wir können. Manaphy hat eigentlich seinen Job jetzt verloren. Also wir könnten auch einfach auf Manaphy gehen. Kyurem machen wir. Komm. Dann können wir erstmal versuchen, auf Differenz zu spielen. Wir können es ja später dann. Infestation. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Ich Und würde in diesem Toxic. Fall jetzt einfach immer Toxic drücken. Oh. Die könnten jetzt Protect haben, aber was sie wahrscheinlich auch tun. Könnten hier trotzdem toxen. Naja, es wird immer Toxic drücken jetzt. Im Umkehrschluss hätten wir jetzt gerade Wish gedrückt mit Aromatis, Wäre jetzt hätten besser wir uns gewesen. gerade und hätten wir einfach das 1v1 easy bestehen können. Wir hätten die göttlich. Wir hätten die Gött Ich hatte auch überlegt, Protect zu drücken. Einfach fürs Scouten, aber ich wollte das jetzt nicht irgendwelche dumme Scheiße machen Nee, lassen. nee, Wish wäre ja der Play Ja, ich gewesen. weiß. Auch wenn dann wir vom Infestation getroffen worden Ja, wären, aber das ist aber. auch völlig okay, Ja. weil, wie gesagt, wir verlieren nicht wirklich viel davon jetzt Manaphy. Und wenn wir Manaphy aus irgendeinem Grund jetzt verlieren sollten, dann ist das für uns nicht schlimm, weil Manaphy hat seinen Job schon verloren. Das war Gyarados Check Nummer 2. Frage, die ich mir dann stelle, Neuwern, also das Ding ist halt, Neuwern lebt zwar noch, ne? Aber wir kriegen Neuwern. Wir haben halt noch Aromatis ist zwar in der Kack-Range jetzt, ne? Ich habe jetzt zum Problem, ich habe jetzt ein bisschen Angst vor Neuwern, to be honest. Warum? Das ist kein offensives Neuwirn, das ist ein Heavy Duty Boots Neuwirn. Also Ja. es kann uns nicht one-hitten mit irgendwas. Oder warte, das ist kein Specs Neuwirn. Geht das denn eigentlich? Na, was? Ja, Toxic hat eine Chance. kommt. Liquidation kommt. So. Protect me hier. Ja, genau. Also damit rechnen die jetzt wahrscheinlich, aber. Ja, Ah, die haben die Web die sogar. sind doch Sticky Web. Ja. Ja, das ist Aber nervig. nein, es ist nicht so schlimm. Weil wir werden eh mit jedem Mon jetzt langsamer als Neuborn und wir sind auch mit jedem Mon langsamer als Jolteon und es ist eh tot und so. Deathwing Ja, tatsächlich würde ich jetzt einfach Deathwing Gleam drücken. Okay. Infestation weiß ich nicht, wie lange das jetzt noch hält, aber. So, jetzt. Deswegen leben beide dann tot, wenn sie jetzt mit dem Toxic Damage. Oder wird's. Warte. Protecten sterben die auch und wir sterben nicht. Nee, das macht nur. Oh, doch, stimmt. Yep, nice. Und die Infestation hat aufgehört. Nice. Ja, aber macht ja Sinn, wenn es tot ist. Okay.
Jolteon kann halt jetzt hier nicht mehr rein. Sie müssen ja eigentlich auf Neuwern gehen. Und wir gehen hier dann. Wir gehen dann immer auf Dazzling Gleam. Immer auf Dazzling Gleam. Weil wir lassen sie auf keinen Fall defoggen hier. Also Dazzling Gleam wird sie aber nicht töten, aber. Ja, klar. Wir können auch Toxen rein theoretisch in, und damit garantieren, dass Neuwern nicht mehr so viel machen kann, dieses Spiel. Müssen wir überlegen, wenn es reinkommt. Ja, Dixie kommt. Die Fable kommt rein. Haben wir gerade Protected? Ja. Heißt es. Warte, wie viel macht uns eigentlich ein Fable? Also mehr als 19%. Das könnte halt Wish Protect sein hier, aber nee, das hat Softball, das ist kein Wish Protect. 24%. Wir können jetzt hier Scout drücken. Einfach. Wird hier Scout für die. Sind wir schneller? Ja, wahrscheinlich. Ja, dann würde ich es einfach. Oh, das war sogar ein Crit. Lucky ist gut. Das, okay, beide. Fair. So. Und jetzt ist eigentlich Nidoqueen immer der Play, weil nichts reinkommen kann. Nidoqueen oder Aromatisse? Oder? Wish. Das machen sie auf Aromatisse, ne? Na, aber Nidoqueen ist jetzt so, du musst immer gucken, Offensive Pressure. Ja, okay, machen Nidoqueen ist halt. Ich will nur kurz gucken, Neuwurm bekommen von Sludge Bomb 60%. Wir könnten auch einfach Ice Beam drücken, stur, weil Clefable uns wahrscheinlich nichts machen kann. Das würde auch gehen. Ich würde Nidoqueen gehen und Sludge Bomb drücken. Okay. Na gut. Ja, Minus Speed nervt jetzt, aber. Sludge Bomb. Ja. Jolteon kommt, sie second Jolteon, okay. Okay. Das heißt, sie wollen die Rocks wahrscheinlich nicht mehr wegbekommen. Nee. Und wir sind aber in der Range außerhalb von Draco. Jo. Also, warte, Neuwurm. Neuwurm, Draco macht bis 60% Maximum, wenn sie timid sind. Wenn sie modest sind, können sie uns töten. Aber dürfen sie nicht. Dürften sie nicht sein, weil, Pidgeot. Deswegen, ich würde hier immer auf Ice Beam gehen. Okay. Missen sogar. Okay. Geht daneben. GG. GG. Das ist und gewonnen. 5-0. Nice. Sehr gut. Also. Easy, come on. Fucking let's go Richtung Playoffs. Good job, Jella. Good job, Betty. Ich liebe dich. Danke dir. Relax, Luxus. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für diese Woche, wirklich. Dankeschön. Ihr könnt auch, also, ich glaube, wir kommen dann Richtung Upmod. Ich frage mal, ob die Bock auf Aftermatch haben, damit wir schnell die Upmods machen können. Sag mir dann gleich, ob die Lust haben, weil ich gucke jetzt nicht mal drauf. Ja. Ja, das war's mit TPA Season 3, Spieltag 8 gegen Pyukuken. Wir haben es geschafft, 5-0 zu gewinnen, kommen jetzt auf einen guten Weg Richtung Playoffs, nachdem wir die letzten zwei Wochen, ich habe das Video erst am Tag des Spielens, wo wir jetzt gerade spielen, auch hochgeladen, den letzten Spieltag vielleicht. Ich versuche es bis zum Sonntag hochzukriegen. Vielleicht erst Montag. Mal sehen. Auf jeden Fall, ich versuche es bis dahin herzukriegen. Ich danke dir, Benny. Ihr könnt auch gerne bei Pion Dragic vorbeischauen, wenn ihr wissen wollt, wie es bei denen so läuft drüben in der anderen Division. Du bist eh in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr müsst nur ein bisschen runterscrollen, bis ihr Pion Dragic findet. Hallo. So, ne? Und ich danke dir wirklich nochmal, Benny. Ne? Du warst mir heute eine sehr, sehr wirklich große Unterstützung. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielleicht dann auch mal wieder mit Jeremy. Mal sehen. Bis dann. Ciao. Ciao.